Ja! Ja! Sein! Sein! Schiri aus! Schiri ist vorbei! Was geht ab, liebe Freunde? Ich freue mich richtig! Matchday! Ey, Leute, heute geht's gegen Rötzheim, den Zweitplatzierten. Ja, wie schon im letzten Video erwähnt, haben wir eine gewisse Vergangenheit. Was heißt Vergangenheit? Man kennt sich einfach und ja, ihr kennt es wahrscheinlich selbst alle für die, die Fußball spielen. Wenn man gegen Leute spielt, die man kennt, hat man noch mal ein bisschen mehr Lust. Und vor allen Dingen, wenn es dann der zweite Tabellenplatz ist, dann macht es besonders Spaß. Ja, Freunde, ich bin auf dem Weg. Wir sind etwas knapp dran. In 20 Minuten geht's los. Ich denke, wir sind so 5 Minuten vorher da. Ja, Leute, wir spielen heute eigentlich schon so wie letzte Woche. Wir spielen mit Tobi von Anfang an. Dafür wird Savan auf der linken Verteidigerposition spielen und Henry auf der Bank starten. Ja, Freunde, meine Frau ist auch mit dabei. Mary, wie wird dieses Spiel? Also ich bin auch sehr gehypt. Wirklich, man mag es nicht glauben, aber da wird natürlich angesteckt. Also ich hoffe, es wird ein 4-3 für uns natürlich, klar. 3 deshalb, weil ich denke, Matthias wird aufgeregt sein. Oder es wird ein 1-0 und ein richtig harter Kampf und ihr werdet ganz knapp den Sieg holen. Also ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, ich muss gucken, wie der Spielverlauf wird. Ich hoffe natürlich, das wäre natürlich ein Ausrufezeichen, wenn wir gegen die Zweitplatzierten zu Null spielen. Rötzheim hat die zweitbeste Abwehr, ich glaube auch den zweitbesten Sturm. Wird heute ein dicker Brocken, ein wirklich dicker Brocken. Ja, Freunde, wir sehen uns. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Guten Tag, also man sieht schon, wie der Verlauf. Es ist schon sehr, die Mannschaft strengt sich sehr an. Die sind gerade sehr, ja, dominant auf jeden Fall in der anderen Hälfte. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, mein Tipp, damit wir gewinnen, ist mehr Tore schießen als die Gegner. Nein, das schneide ich gleich raus. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Ja!
Ja! Turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain. Ey, ich bin mit eurer Mannschaftsleistung super zufrieden, Jungs. Ihr habt gut gekämpft, am Ende hat die Kraft nicht ausgereicht. Wir waren uns konzentriert. Man gewinnt das Spiel im Kopf. Im Kopf, ihr wart einfach nicht mehr da. Sie standen alle, ich wusste wie oft. Als Beispiel Tobi. 5 Meter vom Mann, Tobi, wo stehst du? Du stehst mitten im Feld. Du gewann weg. Aber unterm Strich, Jungs, ey, super Ding, ja. Super Leistung. Respekt. Am Ende fühlt sich das an wie eine scheiß Niederlage, aber wenn wir es vor dem Spiel einer gesagt hätte, 1-1, hätte ich unterschrieben. Ja. Bin ich ehrlich. Und wir waren die bessere Mannschaft. Ja. Wir müssen, Jungs, können wir drauf aufbauen. Ja, ich bin ein bisschen emotional aufgewühlt, aber am Ende verdient 1-1. Sind wir eingeknickt. Haben die echt gut gedrückt. Am Ende haben die, glaube ich, gefühlt 4 Stürmer gehabt. ansonsten... Ich bin zufrieden. Also vom Spielverlauf, erste Halbzeit hätten wir ein Tor machen müssen. Jetzt die letzten 10 Minuten gesehen, war das 1-1 schon gerecht. Aber hier war mehr drin, auf jeden Fall. Ne? Also mit dem 2-1 hätten wir, also das wäre verdient, ne? Ein 2-1 für uns. Aber naja, wir sind noch in der Lernphase. Unfassbar, Freunde. Was für ein Spiel, was für ein Tag. Ich bin ja super happy, super begeistert von diesem Tag, von dem Spiel, von den Jungs. Wahnsinn, was für eine Truppe. Ich hätte das wirklich vor einem halben Jahr noch nicht gedacht. Wenn man mal schaut, in welch einer kurzen Zeit wir so gewachsen sind, freut mich das echt riesig. Ja, ein paar Worte zum Spiel. Die erste Halbzeit war absolut dominant von uns, muss man einfach sagen. Wir haben, ich glaube, den Plan von Rözheim komplett gecrashed. Wir konnten unser Spiel aufziehen. Du hast gesehen, dass Rözheim überhaupt nicht zufrieden war mit einigen Dingen, die ja, sie versucht haben. Wir gingen in die Halbzeit mit 0 Torschüssen gegen uns. Wer hätte das gedacht? Rözheim zweiter Platz, zweitbeste Offensive, haben super individuelle Spieler im Team. Dennoch konnten wir sie ja, mehr oder weniger zumindest in der ersten Halbzeit komplett ausschalten. Wir wussten aber zu jeder Zeit, dass mit Rözheim immer zu rechnen ist, weil Rözheim einfach Potenzial hat, nicht Potenzial nur hat, sondern auch das tabellarisch einfach zeigt, dass sie spielen können. Sind nicht umsonst auf dem zweiten Platz. Kann man kurz die Tabelle einblenden. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann mehr oder weniger auch ein bisschen zu erwarten. Wir haben sehr stark gepresst. Das geht dann auch so ein bisschen auf die Pumpe. In der zweiten Halbzeit wurde so ein bisschen die Luft rausgenommen, aber wir haben, wie ich finde, immer noch teilbestimmend gespielt. Wir haben über weite Strecken den Ball gehabt. Wir haben unser Spiel auch aufziehen können, aber Rözheim nicht komplett ausschalten können, weil Rözheim natürlich auch zu ihren Gelegenheiten kam. Die hatten auch ein, zwei ganz große Chancen, 100%ige Chancen. Einmal hat Matthias super geklärt, einmal, glaube ich, ging er an den Pfosten, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber, wie gesagt, mehr oder weniger über weite Strecken konnten wir sie ausschalten und keinen guten Gegner kannst du immer über 90 Minuten ausschalten, das wird nicht funktionieren, das wussten wir auch. Ja, und wir sind auch verdient dann in der zweiten Halbzeit in Führung gegangen durch Auri und haben uns dann auch riesig gefreut, wie ihr bereits im Video gesehen habt. Ja, es war einfach nur ein... großer Druck, eine große Last, würde ich mal fast sagen, die von uns fiel, weil wir wussten, wie wichtig die Punkte für uns sind, wie wichtig dieses Spiel mental auch für uns ist, weil wir sehen wollten, wo wir auch stehen können gegen gute Gegner und somit konnten wir auch mit der Einzelführung zeigen, was wir können. Dann fing das Spiel aber an, leider in eine Richtung zu gehen, die sehr schwierig für uns war. Der Schiedsrichter hat dann angefangen, ich weiß nicht wieso, in der zweiten Halbzeit fragwürdige Entscheidungen zu treffen. Wir haben uns den ersten paar Entscheidungen nicht aus der Ruhe bringen lassen, aber nach wirklich einer Reihe von Entscheidungen, die gegen uns lief,
hat man auch gemerkt, dass es die Jungs emotional auf dem Platz, aber auch uns neben dem Platz total aufgeregt hat. Und somit wurde das Spiel ein bisschen unruhiger, was sehr schade war, was die Qualität genommen hat. Aber es war irgendwie auch dann zu merken, dass wir dann müder wurden. Ja, und dann in den letzten 10 Minuten hat Rözheim einfach es gut gemacht. Das muss man Rözheim hoch anrechnen. Sie haben nie aufgegeben, wie ich auch vorhin schon gesagt habe. Es war immer mit ihnen zu rechnen. Ja, so kamen sie auch dann in der 93. Minute mit dem Ausgleich. Leider. Eigentlich dachte ich beim Tor von Rözheim, nein, das schneide ich gleich raus. Aber ich habe es dennoch drin gelassen. Wir haben den Ball leider schludrig rausgespielt und dann noch die Nummer 8 freistehen lassen. Ich weiß nicht, auf 11 Meter Höhe. Aber ich meine, gut, so ist das im Fußball. Man muss das Gute sehen. Und wie Alex es auch in der Ansprache gesagt hat, man gewinnt das Spiel im Kopf. Mit dieser Leistung, da können wir anknüpfen. Und mit den Jungs, was für ein Team, was für eine Leidenschaft da entstanden ist. Das ist wirklich unfassbar. Da hat jeder seinen Beitrag zu geleistet. Und ja, deswegen freut mich das umso mehr. Freunde, ich freue mich wieder, euch mitgenommen zu haben. Ich hoffe, ihr konntet mit diesen Einblicken einen kleinen Eindruck gewinnen, wie es war. Die Emotionen so ein bisschen aufsaugen. Es war super emotional, super spannend. Ja, wenn ihr Lust habt auf einen nächsten Vlog in 14 Tagen, dann lasst doch gerne ein Like da, kommentiert, gebt auch gerne konstruktive Kritik. Wir sehen uns und ciao. Ja! Ja!